Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und für die, die zum allerersten Mal hier sind, hi, ich bin Becky und heute machen wir ein ganz klassisches What's in my bag. Ich liebe diese Videos persönlich total, ich schaue sie immer noch, aber in Corona-Zeiten waren wir natürlich alle nicht in der Uni und dann hat es irgendwie auch keinen Sinn gemacht, diese Art von Video zu machen. Aber jetzt sind wir ja alle wieder da, wir fahren wieder täglich in die Uni, also dachte ich, mache ich ein neues, updatedes What's in my bag Video. Ich habe tatsächlich erst letztens einen neuen Rucksack geholt. Ich habe jahrelang einen Rucksack gehabt, der relativ klein war, der hatte einen Füllvolumen von 16 Litern und irgendwann habe ich auf Instagram dieses Foto gepostet und festgestellt, okay, vielleicht sollte ich nicht täglich 3 Taschen mit ins Labor nehmen, sondern vielleicht es reduzieren auf einen Rucksack. Und deswegen habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Ihr alle habt mir ganz viele Rucksäcke empfohlen und es gab eine Marke, die da herausgestochen ist und das war Gottbag. Und dann war es super cool, weil sich Gottbag tatsächlich bei mir gemeldet hat für eine Kooperation und deswegen sponsern sie dieses Video und ich habe mich super darüber gefreut und dachte mir, das passt wie die Faust aufs Auge. Zuallererst zu dem Rucksack selbst und warum ich den ganz gut fand. Es gab im Wesentlichen 2 Sachen, die mich persönlich überzeugen, weil mir das wichtig ist. Zum einen ist, dass dieser Rucksack wasserabweisend ist. Ich bin nämlich nur mit dem Fahrrad unterwegs hier in der Stadt und für mich ist es super, super wichtig, dass meine Sachen da drin eben nicht schnell nass werden. Und ich habe in meinem Freundeskreis auch rumgefragt und ein paar Leute, die diesen Rucksack auch schon seit 1 Jahr, 1,5 haben. Und sie konnten auch bestätigen, dass, wenn es so richtig in Strömen regnet, wirklich nichts in dem Rucksack nass wird. Und das andere ist tatsächlich eine sehr gute und große Laptop-Tasche und das hat auch diese hier. Selbst der Rolltop Lite, den ich habe, der kann locker einen 15 Zoll Laptop halten und da ich ja immer Laptop und Tablet und so weiter dabei habe, das sehen wir ja gleich, ist mir das halt super wichtig, dass die Sachen einfach gut da drin geschützt sind. Das waren also so die 2 Sachen, weshalb ich mich für genau diese Tasche auch gerne entschieden habe. Ich erzähle euch aber jetzt auch ein bisschen über Gottbag allgemein. Sie recyceln für jeden Rolltop 3,5 Kilogramm Ocean Impact Plastic und damit ist er auch der weltweit erste Rucksack aus Ocean Impact Plastic. Gottbag hat also schon über 150 Tonnen Plastik aus dem Ozean, Mangroven und küstennahen Gebieten recycelt. Sie kooperieren auch mit sehr vielen anderen Organisationen, wie zum Beispiel The Coral Gardeners, mit denen sie schon 715 Korallen gepflanzt haben. Vom 5. bis zum 14.6. haben sie jetzt auch gerade ein Angebot und da haben sie das sogenannte Mangrovenprojekt. Man kann auf ihrer Webseite bei einer Bestellung dann eben bis zu 20 Mangroven pflanzen und das macht man, indem man quasi einen variablen Rabatt wählt. Das heißt, wenn man 0% Rabatt wählt bei seiner Bestellung, dann werden 20 Mangroven gepflanzt. Wenn man 5% Rabatt wählt, werden 15 Mangroven gepflanzt und so weiter. Das heißt, man kann selbst ein bisschen entscheiden, wie viele Mangroven man tatsächlich mitpflanzen möchte. Die Webseite von Gottbag findet ihr natürlich in der Description Box und ihr könnt darauf klicken und dann bekommt ihr in dieser Aktionswoche eben bis zu 20% Rabatt, je nachdem, was ihr euch aussuchen möchtet. Also schaut auf jeden Fall mal bei Gottbag vorbei. Ich bin ein sehr großer Fan von diesem Rucksack und vielleicht findet ihr auch etwas für euch dort. On to the next phase. Wir wollen natürlich jetzt auch schauen, was tatsächlich in diesem Rucksack drin ist. Wie gesagt, ich habe den einfach so gelassen. Ich habe tatsächlich nichts daran verändert, was hier drin ist. Und als erstes können wir hier in diese vordere Lasche mal reinschauen. Da kommen mir direkt Tempos entgegen. Ich bin Allergikerin, ich habe Heuschnupfen, das heißt, ich habe immer Unmengen an Tempos mit dabei. Und hier versteckt sich auch eine frische FFP2-Maske. Bei uns am Institut herrscht immer noch Maskenpflicht. Es gibt ja ein sogenanntes Hausrecht und sie machen davon Gebrauch, sodass wir tatsächlich immer noch Maskenpflicht haben. Hier habe ich sonst meinen Schlüssel drin. Das ist mein Haustürschlüssel mit einem kleinen AirTag, damit ich sie auch nicht verliere. Und ich habe hier auch noch meinen Zugangsschlüssel zum Institut drin. Wer es nicht weiß, ich mache gerade Masterarbeit am Max-Planck-Institut. Das heißt, ich fahre tatsächlich jeden Tag ins Labor und ich habe dort auch einen festen Arbeitsplatz. Das beeinflusst natürlich auch ein bisschen, was ich hier mit drin habe. Aber genau, dafür ist mein Zugangsschlüssel. Und das ist an so einem praktischen Ding, dass man das so tagsüber dann zum Beispiel an die Jeans festmachen kann und dann immer wieder so dran ziehen und sich das entsperren lassen kann. Hier dann das große Fach auf. Und da ist hier der Rolltop. Schauen wir zuallererst mal in die Laptop-Tasche. Zum einen ist hier mein Institutslaptop drin. Das ist also der Laptop, den ich vom Max-Planck-Institut gestellt bekommen habe für meine Masterarbeit. Das heißt, hier arbeite ich tagtäglich drauf. Und jetzt, wo ich das hier filme, ist tatsächlich ein Feiertag mit Brückentag. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen zu Hause arbeiten und ein paar Sachen erledigen. Und deswegen habe ich den Laptop mitgenommen. Den lasse ich tatsächlich meistens auch im Labor stehen, weil ich abends bis zum nächsten Tag nicht mehr was arbeiten werde. Das andere, was ich dabei habe, ist mein iPad. Das ist ein iPad Air 20
2022, also von diesem Jahr. Apple hat mir das zur Verfügung gestellt, damit ich so ein bisschen testen kann, wie das neue iPad mit dem M1 ist, das iPad Air mit dem M1 so drauf ist. Sie haben mir dafür auch eine Magic Keyboard Hülle gegeben, aber tatsächlich bevorzuge ich immer noch meine alte Hülle, deswegen ist die da dran. Und das kommt auch täglich mit. Da lese ich super viel drauf, mache handschriftliche Notizen und so weiter. Die Laptop-Tasche selbst hat vorne auch ein Fach. Wie gesagt, die ist ja herausnehmbar und könnte man so rumtragen. Ich nehme an, dass das für so Kabel und so weiter gedacht ist. Dafür nutze ich es tatsächlich nicht. Aber ich mache da Sachen rein, die nicht zerknicken sollen. Deswegen habe ich zum einen hier eine Zeit Campus drin. Das ist super random. Wie gesagt, ich habe die Tasche einfach so gelassen. Ich war nämlich letzte Woche auf dem Heidelberger Symposium und habe eine Zeit Campus da umsonst bekommen. Und ich lese die ganz gerne. Ich kaufe sie nicht so gerne, aber wenn ich sie mal umsonst kriege, finde ich super interessant. Deswegen ist die da drin. Was hier noch drin ist, sind zwei Notizblöcke. Die habe ich tatsächlich einfach ganz random auch bekommen. Das ist, glaube ich, auch vom Heidelberger Symposium. Und ich habe hier noch so einen Notizblock von der BioContact. Das ist auch so ein Symposium, wo so Kontakte hergestellt werden zwischen der Industrie und WissenschaftlerInnen auf dem Campus. Und da haben wir Notizblöcke bekommen und die habe ich hier einfach drin. Was hier einem dann so ganz oben entgegenspringt, ist tatsächlich hier ein Leinenhemd. Es ist ja Sommer, quasi schon. Oh no. Das ist ein Schokofleck. Ist auf jeden Fall quasi schon Sommer hier in Heidelberg. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch in den letzten Wochen so heiß gehabt. Und es ist im Labor so, dass wir entweder einen Kittel tragen müssen oder langärmelige Sachen im Lab. Und deswegen habe ich auch immer ganz gerne etwas dabei, was ich mir einfach schnell drüber ziehen kann, wenn ich im Labor bin. Ganz oft komme ich nämlich mit sowas dann ins Lab und dann ist es natürlich nicht lab safe. Und dann habe ich immer so ein Leinenhemd dabei, was ich mir einfach überziehen kann. Außerdem ist es manchmal doch zwischendurch kalt, wenn die Sonne doch weg ist. Und dann habe ich hier das immer extra dabei. Grabe ich mal rein. Und was kommt als nächstes raus? Meine Sonnenbrille. Ich möchte mir unbedingt für den Alltag eine etwas günstigere Sonnenbrille holen. Das ist nämlich meine Fancy-Brille. Aber ja. Was hier noch so rausspringt, ist tatsächlich das hier. Das ist so ein kleines faltbares Täschchen. Finde ich super sinnvoll und super gut, weil falls ich nach dem Lab mal einkaufen gehen will oder ich doch irgendwie was extra tragen muss oder so, habe ich so eine kleine faltbare Tasche dabei. Hier oben gibt es noch so ein kleines Fach und da sind meine AirPods drin. Das sind die AirPods Pro und ich war lange ziemlich gegen die, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, so boah, das ist wirklich so teuer für ein paar Kopfhörer. Aber ich muss tatsächlich sagen, inzwischen ist das eine der besten Anschaffungen, die ich gemacht habe, auch fürs Lernen und fürs Arbeiten im Allgemeinen. Ich habe ja sehr lange generell meine Over-Ear-Kopfhörer verwendet, vor allem wenn ich zu Hause sitze und lerne und dann geht das auch ganz gut. Aber die sind mir im Alltag zum Rumtragen einfach zu groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war ich irgendwann so, oh, okay, vielleicht sollte ich mir mal kleinere Kopfhörer holen, einfach Bluetooth und so weiter. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, aber Esther hat sie total empfohlen und hat gemeint, ich muss die unbedingt haben. Und dann dachte ich, okay, komm, hol zu dir. Und ich muss wirklich sagen, das ist die beste Investition, weil die hier Noise Cancelling haben. Trotz, dass sie so klein sind und ich sie einfach wirklich überall hin mitnehmen kann, in die Öffis oder auch in die Bib oder auch beim Arbeiten, kann ich sie einfach reinmachen, Noise Cancelling an und kann mich super gut auf meine Arbeit konzentrieren. Im Labor ist mein Arbeitsplatz, mein Büroplatz quasi auch geteilt mit sehr vielen anderen Menschen. Also ich glaube, wir sitzen zu siebt oder sowas in dem Raum. Und wenn ich dann einfach da sitzen möchte und schreiben oder halt wirklich konzentriert arbeiten und lesen, dann sind die wirklich ein Segen. Also ich muss sagen, inzwischen, ich liebe diese AirPods, oh mein Gott. Und das Noise Cancelling in denen ist einfach unfassbar gut. Okay, da kommen zwei Sachen raus. Die erste Sache ist ein Mini-Deo. Ja, es ist heiß, es ist, glaube ich, selbsterklärend, dass man nicht immer stinken will. Und es kommt auch diese kleine Flasche mit raus, die ich total cute finde. Ich habe im Labor selbst habe ich eine ganz große 1 Liter Nalgene stehen, aber die benutze ich dann halt da zum Arbeiten, ganz normal, trinke ich vor Ort. Aber nach der Uni oder nach dem Lab gehe ich ja auch ganz gerne mal in Sport und so weiter. Und dann habe ich die hier immer extra dabei, damit ich einfach für unterwegs noch einen schnellen Schluck Wasser trinken kann. Ziehen wir das nächste raus und das ist tatsächlich ein Regenponcho. Die Leute, die meine Videos schon Ewigkeiten sehen, werden dieses Poncho schon zum 100. Mal sehen. Es tut mir sehr leid. Aber ich liebe diesen Regenponcho. Ich habe den irgendwie vor 8 Jahren mal bei Tchibo geholt. Was mir hier als nächstes entgegenspringt, ist ein Aufladegerät für meinen Laptop. Erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. Ja,
Laptop-Aufladegerät, nicht so spannend. Als nächstes haben wir dieses Täschchen und das ist einfach so ein Täschchen mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen, die da drin sind. Ich kann generell empfehlen, dass man sowas hat, wo man einfach super viele kleine random Sachen drin hat. Wir haben hier Pflaster, Band-Aids wollte ich gerade sagen, weil Band-Aid draufsteht. Ich habe hier ein Mikrofasertuch, um Brillen zu putzen. Wer es nicht weiß, ich habe meine Augen letztens lasern lassen und war vorher komplett auf meine Brille angewiesen, deswegen hatte ich das immer dabei. Dann habe ich hier ein iPhone-Kabel und das ist einfach immer mit dabei, damit ich irgendwo mein Handy mal schnell aufladen kann oder das auch mal an meinen Computer dran stecken kann, weil ich meinen Laptop eigentlich immer dabei habe. Als nächstes ist hier ein Lippenbalsam drin. Der hat sogar auch Lichtschutzfaktor, weil ja, wenn die Sonne erstmal so richtig scheint, kann man sich sehr schnell verbrennen. Und was ich hier auch drin habe, ist so eine kleine Rolle voller Tabletten. Hier sind Tabletten gegen Übelkeit drin, Schmerztabletten sind drin und Antihistaminika, da ich, wie erwähnt, Heuschnupfen habe und mich dann manchmal irgendwie einfach wehren muss gegen die Pollen. Was hier auch noch drin ist, ist eine einzige verlorene, einsame Haarklammer. Und hier sind zwei Sachen drin, die sehr YouTube-spezifisch sind. Und zwar ist hier einmal meine Samsung SSD, also das ist eine portable Festplatte. Und hier ist tatsächlich meine YouTube-Bearbeitung. Library drauf. Eine andere sehr YouTube-spezifische Sache, ich habe hier immer eine SD-Karte drin, da ich ja auch Labor-Vlogs mache, falls es euch interessiert. Ich mache auch so Vlogs zu meiner Masterarbeit im Labor und falls es mich spontan überkommt und ich das Gefühl habe, boah, heute muss ich mal mitvloggen, habe ich hier extra eine SD-Karte mit dabei, weil meine Vlogkamera liegt inzwischen tatsächlich im Labor und dann habe ich eine SD-Karte einfach dabei, eine leere, mit der ich auch mal spontan vloggen kann. Eine Sache fehlt noch, könnt ihr erraten, was es ist. Wahrscheinlich sehr obvious. Und zwar mein Portemonnaie. Ich habe hier so ein kleines Portemonnaie. Ich habe früher immer viel zu riesige Portemonnaies gehabt, was ich ein bisschen blöd fand. Und irgendwann habe ich mir ein kleineres geholt. Das ist von Gusti Leder. Und ich weiß nicht, ich finde das super cute. Hier passen auf jeden Fall die wichtigsten Karten mit rein. Hier ist tatsächlich mein Ausweis. War in der Pandemie auch sehr hilfreich, dass ich das nie so richtig rauspacken musste, sondern einfach immer so vorzeigen konnte, ne, dass ich dann quasi hier bin. Genau, und ansonsten sind hier meine wichtigsten Karten, ein bisschen Bargeld ist da drin und was ich auch sehr gut finde, ist, dass irgendwie die Münzen irgendwie in so einem schönen, übersichtlichen Fach sind, also dass es nicht irgendwie so ist und man dann die ganze Zeit kramen muss, sondern dass man das so richtig schön weit aufmachen kann, um seine Münzen zu finden. Ihr fragt euch wahrscheinlich, so ein paar Sachen fehlen ja gefühlt, also wie zum Beispiel ein Mäppchen oder Snacks, hatte ich früher auch immer mit in der Uni dabei. Und ich muss tatsächlich sagen, dass vieles davon in meinem Arbeitsplatz im Labor liegt, das heißt, mein Mäppchen steht dort. Und falls es euch interessiert, was ich am Arbeitsplatz liegen habe, kann ich ja vielleicht auch meine kleine Desktour von meinem Arbeitsplatz im Labor machen, also meinem Büroplatz. Lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, ob euch das interessieren würde, weil ich glaube, das ist auch irgendwie ganz interessant zu sehen, so, ja, was hat man da eigentlich rumliegen und was sind so die Labor-Essentials, die ich dort eigentlich jeden Tag brauche. Manchmal habe ich auch Sportklamotten mit drin, wenn ich zum Beispiel nach der Uni in den Sport gehe, habe ich hier auch Sportklamotten drin rumliegen. Ich habe auch sehr oft ein Mittagessen hier drin oder einen Snack. Manchmal lege ich den auch separat ins Korb, wenn ich das Gefühl habe, dass die Verpackung nicht dicht ist, aber meistens nehme ich jeden Tag mein Essen selbst mit ins Labor und dann fliegt das halt da irgendwo rum in der Tasche. Das sind also so die Sachen, die jetzt gerade hier nicht so aktuell drin sind, weil ich natürlich die dreckigen Fächer immer schön in die Spülmaschine mache in der Zwischenzeit. Irgendwie war es sehr schwer, das rauszubekommen. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr so den ganzen Tag mit euch rumschleppt. Eigentlich tragen wir immer so viel mit uns rum. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder nächste Woche. Vielen Dank nochmal an Gottweg. Ciao!